Jetzt gibt es ein paar Tumore, da ist es tatsächlich so, dass Sie, wenn Sie Strahlentherapie geben, dass innerhalb von Wochen oder Monaten ist er weg, der Tumor. Gibt es. Gut. Aber bei der Mehrzahl der Tumore ist das nicht der Fall. Und das ist dann immer so natürlich ein bisschen enttäuschend. Ja? Dann müssen Sie den Eltern oder müssen Sie den Patienten sagen, ja, wir behandeln den jetzt, aber er wird nicht unbedingt wesentlich kleiner in der Nachsorge. Dann ist natürlich die Enttäuschung groß. Dann sagen Sie, was soll denn das? Woher wissen Sie denn das überhaupt, dass Sie mich geheilt haben? Und dann sage ich, weiß ich nicht. Es wird sich letztlich zeigen. Und das Magische ist, dass dann in der Nachsorge nichts gewachsen ist. Ja. Das ist natürlich nicht so ganz befriedigend. Und deswegen brauche ich dann manchmal sozusagen diese Metapher vom Bienenstock. Und weil wir da eben einfach sagen, so ein Tumor ist letztlich sozusagen wie eine Bienenwabe oder so ein Bienenstock, indem man sagt, dass die Tumorzellen sind die Bienen. Und die Tumorzellen produzieren ja oft viel Material. Das ist dann das Wachs. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt also im Winter haben, einen schweren Frost und so weiter und der Imker hat nicht richtig aufgepasst, dann sind dann erfrieren die Bienen und sind tot. Damit ist diese Bienenwabe und der Bienenstock, da lebt nichts mehr drin. Aber wenn Sie den anschauen von der Ferne, von 10 Metern oder sowas, sehen Sie doch nur den Bienenstock oder die Bienenwabe. Hat sich nicht geändert, ja. Aber drinnen lebt nichts mehr. Das versuche ich dann sozusagen so als Metapher zu benutzen für die Patienten, indem ich sage, schauen Sie, das ist wie ein Bienenstock. Wir behandeln das, dann ist es drinnen, sind die Tumorzellen alle abgestorben. Aber wenn ich jetzt eben ein MRT oder ein CT mache nach einem Monat oder 3 Monaten, dann schaut es halt noch genauso aus. Ne? Und vielleicht über Zeit wird es dann langsam weniger. So versuche ich so ein bisschen diese eigentlich doch etwas frustrierende Situation darzustellen oder besser zu machen, dass wenn auf einmal kommt der Patient, dann macht er natürlich einen riesen Aufwand. Und zum Schluss können wir ihm eigentlich nichts zeigen. Und nur die Zeit wird es uns zeigen.